vorgestellt. Airport CEO, Vorschau Nummer 4. Ja, der Michael hatte geschrieben, ne, wie sollen wir denn das hier schaffen in 100 vorgestellt Folgen? Können wir 750.000 schaffen? Ja, ist ein bisschen komisch, das Tutorial, dass man so viel braucht, aber wir sind ja auf dem Weg erstmal hier. Oh, wir haben ja schon die 20.000 zusammen. Das würde bedeuten, wir können einen weiteren Landeplatz machen. Und wenn wir den machen können, kommen wir vielleicht dann schneller an Geld. Wenn man schneller an Geld kommt, ne, dann könnte es ja vielleicht klappen. Achso, wir müssen erst das Rollfeld auswählen und dann passt das da nicht hin, ne? Alles klar. Dann muss man das da so hinmachen. Ja, dann machen wir das so hin und dann hoffen wir, dass wir das irgendwie so hinkriegen, dass das dann klappt, ne? Jetzt müssen wir Runaway und sowas machen, oder wie ist das? Ne, wähle eine Version, um Forschung zu erhalten, Ein- und Ausfahrt zur Landebahn. Ne, das brauche ich nicht. Kleine Landebahn brauche ich auch nicht. Ich brauche diese Punkte, die da hingehen. Diese sind's. So muss das sein, ne? Und dann dahin. Okay, und dann, wenn das gebaut ist, muss ich das mit dem Terminal noch verbinden, glaube ich. Ja. Gut. Ein bisschen schneller können wir noch machen, oder? Ach, jetzt habe ich ja. Ne, passt schon, oder? So, da muss ja immer erst der LKW kommen und wenn der LKW da war, dann mit den Kisten hier, ne? Und dann kann man erst bauen, oder wie ist das? Kommt denn ein LKW? Ah, warte, da laufen ja schon welche hoch. Das bedeutet, dass die Kisten haben. So sieht's aus. Okay. Wir müssen aber gucken, hier unten ist wieder was im Plan. Freitag, Samstag, Sonntag ist alles erledigt. Wir haben hier alles voll, das ist schon mal gut, aber da ist genug Platz für den zweiten und wenn der dann gebaut ist, dann können wir dann gucken, dass der zweite Platz dahin kommt, ne? Oh, gebaut ist er schon. Jetzt müssen wir nur ihn zuweisen für Commercial. Benötigt einen befestigten Border-Schalter, um Commercial-Flüge zu aktivieren. Benötigt einen befestigten Boarding-Schalter, okay. Dann machen wir das weg. Das ist doch hier der Boarding-Schalter, ne? Ja. Dann brauchen wir dann noch einen. Das müsste ja dann hier sein. Check-in-Schalter, Boarding-Schalter. Klein. Muss im Sicherheitsbereich natürlich auch liegen. Kriegen wir nur dahin. Dann machen wir den doch dahin. So, jetzt auf ein neues. Achso, der muss erst wieder gebaut werden, alles klar. Ich hoffe, das funktioniert auch so, wie wir uns das vorstellen hier. Kleiner Boarding-Schalter, LKW, schon da gewesen. Er trägt auf jeden Fall eine Kiste, könnte also sein. Ja, er bastelt da dran rum, da kommt noch einer. Und wenn der gebaut ist, dann sieht es so aus, als ob er jetzt hier vielleicht. Aha, benötigt einen befestigten Boarding-Schalter, um. Achso, dann muss ich den wahrscheinlich hier nochmal verbinden, ne? Standplatz reparieren. Landebahnverbindung. Achso, warte mal. Die Landebahnverbindung sollten wir vielleicht auch erstmal gucken. Die ist aber gegeben, okay. Dann nicht kommerzielle Stellplätze, Standplätze, keine kommerziellen Flüge, Standplatz. Man hätte einen befestigten Boarding-Schalter. Ja, hab ich. Ach so. Und dann klappt das schon, okay. Und dann geht das auch so. Hm, läuft, oder? So, ja, Gepäckverladestation haben wir nicht sehr als Verbindung, Stellplatz für kleine. Ja, jetzt können wir doch erstmal gucken. Gibt's denn jetzt hier einen zweiten? Nicht so wirklich, ne? Das müssen wir noch hinkriegen. Ach so, ja, aktivieren sollten wir ihn auch, dann geht's auch vielleicht, ne? Genau so ist es. Standplatz.
jetzt mit einem Terminal verbunden. Okay, und das hat dann geklappt. Und jetzt können wir das zweite da reinziehen. Das ist schon mal gut. Kriegen wir das hier noch rein? Oh ja, einer geht noch. Aber wenn, dann möchte ich den da nicht drin haben, sondern dann gucken wir erstmal noch ganz schnell. 4, 3, 4, 4. 9 und 10. 7 und 10. 9 und 10 waren die meisten, ne? Dann gucken wir, dass wir den noch dahin kriegen. Und bestätigen den. Passt. Dann den nächsten Tag und dann können wir da noch reinpacken. Dann war eben 8. Ja, der geht auch 8 und 8. Bestätigen. Der war 9. Bestätigen. Hier ist noch ein Schicker. Bestätigen. Okay. 4 und 2. Na komm, dann können wir jetzt erstmal so weiter voll machen. 4 und 3. Bestätigen. Freitag haben wir, Samstag ist dann dran. 3, 3, 4 und 4. Bestätigen. 4, 2, 2, 2, 3, 3. Ja, spielt keine Rolle, ne? Nehmen wir den. Dann haben wir noch einen über. Den da noch hin. Da gab es einen Jingle. Sonntag haben wir noch was frei. 4, 2. Bestätigen. Spielt keine Rolle, wer dann reinkommt. Die sind alle gleich. Dann auf Montag geht's weiter. Bestätigen. Und bestätigen. Fertig. Haben wir das gemacht. Offen ist er. Sollte funktionieren. So, und dann muss natürlich hier das Geld, obwohl schon gleich wieder 20.000 drin. Also die 750.000 gehen ja vielleicht doch schneller, ne? Dann brauchen wir noch einen Stand. Ach, guck mal, das erste Flugzeug ist schon gelandet da. Aber die wissen nicht wohin, oder wie sehe ich das? Also, warte, da musste man ja auch noch das verbinden, oder? Das passt. Ne? Wo sollen die hin? Das ist die Frage, ne? Da müssen wir vielleicht was erweitern. Und zwar... Da müssen wir hier vielleicht was bauen. Terminal. Terminal Fundament. So, oder? Vielleicht sogar so. Machen wir so. Dann müssen wir die Bänder gleich noch wegmachen, ne? Aber wie geht das? Machen wir so nochmal. Und wir machen das so. Ah, jetzt gehen die da auch rein. Sehr interessant. Und dann machen wir das so gleich. Ja. So ist doch viel besser, oder? Okay, und dann brauchen wir da eine Tür. Machen wir eine große Tür hin. Nee. Tür. So. Und... Ah, das hat nicht so geklappt. Ich glaube, er war das, ne? Rotate, ja. Und da. Dann klappt das schon mit dem Reinlaufen, oder? So, jetzt müssen wir gucken. Die Start- und Landebahn ist schäbig. Reparieren. Ah, die flogen aber alle noch. Und er hier ist auch nicht mehr so dolle. Den können wir gerade auch reparieren. So passt's.
Und dann müssen wir da noch die Sicherheitszone rausmachen. Und dann ist das alles gut, oder? Ja. Okay, der bastelt da auch noch weiter, dann ist das alles gut. Da kommt auch noch einer. Da werden Wände gebaut. Ich hoffe auch die Tür. Aber hier ist gar keine Tür, oder doch? Dann ist ja fürchterlich kalt da drin, oder? Okay. Na, da passt noch nicht so viel. Was hat er da gerade gehabt für eine rote Blase da dran? Okay, die kommen mit Kisten an und bauen die Wände. Okay. Ja, da müssen wir hier vielleicht noch ein paar Bänke aufstellen im Wartebereich. Ach, guck mal, Fenster gehen auch. Dann lass uns doch mal ein paar Fenster einbauen, ne? Geht da auch hin und machen wir da auch noch ein Fenster hin, ne? Bisschen schicker wird das. Okay, das sieht doch schon ganz gut aus. So, jetzt müssen wir nur Geld machen. Sieht gerade hier unten ein bisschen schlechter aus. Was für eine Mail haben wir? Ja, aber das hier ist die goldene Gelegenheit. Bezahle schnell, ne? Das ist klar. Das habe ich weggeklickt. Das hatte der Michael auch festgestellt. Aber ich wollte auch nicht unbedingt einen Kredit aufnehmen. Weil dann scheitert man nachher an den Zinsen oder sowas. Da will ich jetzt nicht das haben. Gut, es ist nur die Frage, ob wir noch mehr Personal brauchen und so, ne? Also jedenfalls ist ja schon zweites Flugzeug gewesen, ne? Und wir haben hier noch ein bisschen mehr. Okay, habe ich den jetzt weggeklickt? Also die nächsten Tage sind ja erstmal hier sowieso voll, bis auf den da. Da ist ein Platz frei. So, da sind jetzt Türen. Dann heißt es, dass da gar keine Tür hingekommen ist. Dann wollten wir die vielleicht doch noch bauen, ne? Ist ja dann vielleicht doch besser mit der Tür, ne? Oder? Okay. So, Wartezone haben wir hier. Wir müssten aber noch ein bisschen mehr Wartezone haben, glaube ich, oder? Toiletten. Personalraum haben wir da. Personalraum ist natürlich fürchterlich klein. Jetzt sollten wir den Personalbereich noch vergrößern. Wände. Können ja das hier mal so machen, ne? Und dann... Ah, jetzt habe ich glaube nicht genug Geld, oder? Was doch geht. Und diese Wand können wir dann rausreißen. Kann ich das dann nochmal bitte abbrechen? Steuerung Z, geht das irgendwie? Nö, schade. Jetzt wird das alles abgerissen, das will ich aber gar nicht. Machen wir Pause irgendwie. Wie kriege ich denn den Abriss jetzt wieder weg? Boah, das ist jetzt aber doof. Wie kann ich das hinkriegen, dass das nicht wieder abgerissen wird? Stockwerke. Die reißen mir jetzt den Boden ab, sozusagen. Das ist ja voll doof, ne? Unzureichende Gelder, ja, super. Letzten Schritt zurück. Ja, geht irgendwie nicht, ne? Super, oder? Ja. Tippen. Tipp, um eine Platzierung rückgängig zu machen, musst du Steuerung gedrückt halten. Aha.
Irgendwie. Okay, nochmal. Um den Bauplan zu entfernen. Ja, den Bauplan habe ich jetzt entfernt, das ist schon klar. Und jetzt muss ich das Fundament nehmen und dann so und so und so und dann passt das wieder, ne? Genau. Und dann die Wand möchte ich ja wieder haben. Geht jetzt nicht, weil kein Geld da ist, oder? Das bleibt. Jetzt hat's geklappt. Die Pflanze kriegen wir dann auch wieder hin. Keine Ahnung, welche das war, aber naja, jetzt ist sie weg, aber egal. Ich glaube, jetzt können wir das so lassen erstmal. Lass mal weiterlaufen. Okay, ich weiß jetzt nicht, was wir gerade machen. Wir wollen jetzt aber diese Wand da rausreißen. Das heißt, das kommt weg. Und die anderen Wände kommen dahin. Das wären dann diese. Gut. Dann müssen wir die Sicherheitszone wieder entfernen, die hier ist. Die ist weg. Und dann müssen wir aber Personalbereich erweitern. Macht er nicht. Weil ich keine Steuerungstaste drücken brauche, ne? Alles klar. So, und dann denke ich, machen wir noch ein paar Sitzgelegenheiten hier irgendwo hin. Rotate. Ah, wir haben kein Geld dafür. Ja, die Wand ist noch nicht fertig. Wir sind jetzt gleich wieder unterwegs mit Flugzeugen. Da ist alles gut. Und da kommen auch schon zwei. So, die Grünen machen das hier richtig, aber hier, doch, da sind auch welche. Okay, dann passt's. Das hat funktioniert. Die gehen aber leider hier irgendwie nicht richtig rein. Ja, weiß ich auch nicht. Was haben sie zum Meckern? Keine Ahnung. Ein bisschen Geld haben wir da. Wartebereich wollten wir noch aufbauen, aber nicht die großen Bänke, sondern die kleinen. Und Rotate. Da geht nicht, weil wir kein Geld haben. Ja. Was hat er jetzt? Ich kann das nicht erkennen. Morning nicht begonnen. Ja, klar. Flugzeug entlassen. Ja, weiß ich auch nicht. Die laufen da ja alle richtig hin. Aber die nicht. Er ist irgendwas am Meckern. Ich sehe aber nicht was. Okay. Ich weiß nicht, was dieses Zeichen heißt. Ein Checkout oder sowas brauchen wir dann wahrscheinlich, oder? Flughafenanzeige, Check-in-Schalter. Ich weiß nicht. Er findet keinen Weg oder sowas? Weil hier keine Sicherheitszone zwischen ist, kann das sein? Ja, so sieht's aus. Ja, super, oder? Ist ja krass. Jetzt können die da auch hin, alles klar, hm? Weil dieses Türchen hier keine Sicherheitszone hatte. Extrem. Gut, dann sollte das jetzt funktionieren. Was hat er da für ein Problem? Oder er da?
Können wir ja mal angucken. Die Schreibtische sind natürlich noch weg. Personal, Bürotische. Zup. Zup. Und mehr gehen erstmal nicht. Vielleicht sollten wir die mal umstellen noch. Ja, zack, zack. Und weiß nicht, ob das funktioniert, wenn da welche sind. Sieht aber so aus, ne? Dann lass den mal da gerade bauen. Sieht da so aus, als ob es geht, oder? Die schlafen da im Stehen, alles klar. Brauchen die irgendwelche Betten oder was? Aber ne, ich glaube nicht, ne, oder? Wofür die Null hier ist, weiß ich nicht. Wofür die Null ist, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall sind wir schon wieder bei 11.000. Wir haben Flieger, die hier jetzt starten. Wir haben alles soweit unter Kontrolle, oder wie sehe ich das? Gut. Fenster sind auch gebaut worden. Alles ist gut. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen Geld machen, ne? Gepäckbandsystem. Geht nicht, ist nicht vorgesehen. Personalbereich und Personalraum. Okay. Den blauen Teppich, den hätte ich gerne noch, ne? Fenster. Ein Zaun, okay. Ah, hier ist der Teppich. Ist schön, oder? So, die können da durchgehen und die können auch gegeneinander sitzen. Das ist doch schon mal was. Personal, Schreibtische, weitere Schreibtische. Und rotieren und da noch zwei hin. Enges Büro, aber läuft, ne? Toiletten. Könnte sein, dass das ein bisschen knapp wird, vielleicht auf Dauer. Ach, Bänke wollten wir noch mehr aufbauen. Die waren da. Da. Aber das Große geht da nicht hin, ne? Oh, doch, würde gehen. Dreh mal. Mach mal dahin. So. Es funktioniert ja erstmal. Der schläft da, oder was? Der auch. Die schlafen im Stehen. Große Bank bauen. Flieger werden bestückt. Geld kommt rein. Aber irgendwie unten rechts steht immer noch Minus, ne? Stundensatz. Wann machen die dann das Plus? Gute Frage, ne? So, da kam jetzt einer, der jetzt die Bank aufbaut, oder? Ja. So, die können alle warten, das ist schon mal gut. Geschäfte gibt's nicht, Essen gibt's nicht, Toiletten gibt's. Sicherheitspersonal, Sicherheitskontrollen, Sicherheitsausgang, Sicherheitszone, haben wir alles. Informationsschalter haben wir hier. Haben wir denn irgendwo? Ne, ist noch keiner da, ne? Dann können wir den doch mal hier hinsetzen, oder? Oh, jetzt habe ich das ganze Bild gedreht, das ganze Spiel, nicht die Dingensschalter hier. Ja, zaubern wir das doch mal dahin. Die warten alle an der Bushaltestelle. Brauchen wir mehr Bushaltestellen? Gut, weiß ich nicht. So, wir sollten, aber ums Gepäck können wir uns nicht kümmern, das geht nicht, ne? Das ist nicht gewünscht, Gepäck.
Auftragnehmer Ankunftsort. Das haben wir ja alles. Fahrzeuglager, Parkplatz für Einsatzfahrzeuge, Dienstwagenhaltestelle, Haltestelle für luftzeitige Shuttlebusse, Bushaltestelle, Autohaltestelle, Taxistopp, Wendetüren, Fenster, Rolltreppe nach oben, Zonen haben wir, Toilettenbereich haben wir, Personalraum, Zaun. Soweit, so gut. Hier waren wir durch, oder? Kriterienlager brauchen wir, eine Enteisungsfläche. Ist jetzt nicht so das, was wir ja unbedingt brauchen, ne? Oder? Fußweg. Fahrzeugkontrolle, ja. Ja, das mit dem Sprit, das ist noch so eine Geschichte, die ist irgendwie noch nicht so ganz klar, ne? Oh. Achso, nee, der wartete, bis einer in der Luft ist wahrscheinlich, aber wir können trotzdem gerade reparieren, würde ich sagen. Haltebuchten sind alle noch okay. Passt, die sind gerade angekommen und geben Geld ab, das ist auch gut. Hier sind Warteplätze, das ist auch super. Soweit sieht das alles prinzipiell schon mal gut aus, ne? So, jetzt dieses Fahrzeug hier. Ja, Treibstofflager, 40%, alles ist gut. Die beiden würde ich jetzt noch mit anderen Sport betanken, den ich aber hier irgendwie nicht kriege, oder? So. Keine Ahnung, was da für Überlagerungen sind. Wir gucken mal gerade hier rein. Sonntag, alles ist belegt. Montag ist frei. Oh, ich habe den weggeklickt. Ah, das ist echt immer ärgerlich, ne? Ach so, jetzt kommt er wieder. Aktive Flüge. Ne, gibt's keine neuen. Vielleicht sollten wir da mit einer weiteren Fluggesellschaft was vereinbaren. Ach guck, jetzt ist einer da. Dann setzen wir den Montag ein, ne? Naja, aber das ist ja erstmal gut, oder? Ja, Geld fließt. Wir haben jetzt 24.000, ne? Es geht dann doch besser voran wohl. Die Fliege, ach ne, da fliegt er schon los. Ich wollte gerade sagen, die starten nicht mehr. Ja, dann würde das bedeuten, was ist der nächste Schritt, ne? Mal E-Mail weg. Frühling kommt, neuer E-Mail, goldene Gelegenheit, goldene Gelegenheit brauchen wir nicht. Okay. Das war's. Tutorial sagt, ne, das mit dem Land freischalten, das was so teuer ist. Wie sieht's jetzt hier aus? Ich weiß gar nicht, was die noch in ihrem Personalraum haben könnten. Aber da gibt's ja nichts außer die Schreibtische. Sicherheitskontrolle ist klar. Den Rest haben wir schon geregelt, ne? Blumen, Flutlicht. Mittelgroß. Oh, das ist ja cool. Ach so, doch, da ist ein großer Kegel zu sehen jetzt, ja. Naja. Dann würde ich das jetzt hier so hinmachen wollen, oder?
Machen wir mal, oder? Zack. Braucht man eigentlich nicht, ne? Haben wir aber gemacht, Dekoration. Pflanzen und Hecke, ja. Dekoration, gut, das lassen wir alle weg. Was war das? Ein Check-in-Schalter gibt's nicht, okay. Dann müssen wir da mal schnell einen machen, ne? Drehen. Zack. Okay. Warteschlange. Wir werden sehen, was da passiert. Ach, guck mal hier, das ist schon mal, da sitzen schon mal zwei an der Information. Und da kommen die, die den zweiten Check-in-Schalter machen. Gucken wir uns das Ganze doch mal an, oder? Tja. Ja, okay. Dann sollte das ja erübrigt sein. Dann haben wir da auch alles richtig gemacht. Keine Ahnung, wie die letzten da eingecheckt haben. Wird schon werden. Hier kann man nichts machen. Toiletten sind sauber. Ja, es ist der Schnee weg. Hier haben wir Sprit. Jetzt müssen wir mal nochmal gucken, dass wir in das andere Menü da kommen. Flugmonitor, okay. Keine Ahnung, was es uns hier sagt. Also, das ist die Anzeige dann wahrscheinlich. Was haben wir hier? Passagiere 13, Personal, Flugzeuge. So, Managementfenster, Betrieb. Lichter aus am Flughafen ist klar. Allgemeine Luftfahrt zulassen. Gepäckservice wurde nicht verbessert. Kann ich auch nicht. Flugzeugreinigungsdienst, Flugzeug-Cateringdienst. Jet A1 Treibstoffdienst nicht verbessert. Das würde ich ja gerne machen, ne? Aber wo? Bau? Nee. Fahrzeugarbeitsaufgaben. Hier müssen irgendwo diese. Mitarbeiter, Fahrzeuge. Hier, da müssen wir einen dazu haben. Personal, Wirtschaft, da waren die Verträge. Gebühren, Kredite, Beschaffung. Das ist der AV-Gas, den will ich aber nicht. Luftzeitiger Shuttlebus, Treppentruck, kleine Pushforce, Pushback-Fahrzeuge. Hier ist nicht das passende Fahrzeug dabei. Den brauche ich, ja, habe ich ja, den will ich aber nicht. Tankdienst, das ist auch nicht. Ich brauche das andere Zeug. Das gibt es hier aber nicht. Gibt es noch eine andere Firma?
Da kann ich nichts einstellen. Akzeptierte Verträge. Angebotene Verträge, okay, vielleicht. Aber das sind doch alles Luft. Nee, nicht alles Fluggesellschaften. Aber der andere Vertrag, den ich habe, der ist ja auch. Wo ist denn das hier? Der bietet mir ja auch den zweiten Kraftstoff an, wie wir hier sehen. Das ist schon komisch. Vertrag zwischen Bluebird Construction Ltd. und Flughafen Stuttgart. Bluebird Construction Ltd. ist Construction founded by Henry Woods in 1983. After Henry Woods suddenly disappeared, the company was taken over by current CEO Alan Arzonist. Super. Bitte berühren Sie jetzt mal da. Wir folgen der Linie und Geld. Maximal Auftragsnehmer, stündige Gebühr pro auf. Ach so, da sind Arbeiter sozusagen. Die brauche ich ja jetzt nicht. Das ist Spritsymbol. Das sind Fluggesellschaften. Ja, was anderes gibt's nicht. Die kann eigentlich gleich direkt in den Müll. Ich krieg leider den zweiten Sprit nicht daher. Das ist dann vom Tutorial wohl nicht gewünscht. Gebühren. Aha, dann lassen wir das erstmal so. Ja, okay, aber ich sehe schon, die Zeit ist schon wieder unwahrscheinlich fortgeschritten. Wir sind aber auch schon bei 27.000 und sollten dann überlegen, dass wir vielleicht hier noch einen dritten Port machen, dass wir noch mehr Leute annehmen können, das ein bisschen wieder weiter ausbauen vielleicht oder so, damit die hier, ne, alle schön reingehen können und Geld machen können. Ja, gut, müssen wir da nochmal überlegen. Ne? Ich sag mal erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt ihr einen Daumen hoch. Und sonst, ja, Glocke anmachen. Dann kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und dann könnt ihr in den Kommentaren natürlich noch weitere Dinge reinschreiben, so wie der Michael das gemacht hat. Was euch dann auffällt oder nicht auffällt. Vielleicht habt ihr auch einen Tipp mit dem Sprit zum Beispiel für mich. Schreibt es bitte rein, dann gucken wir weiter. Alles klar. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.